In dieses Land investieren jetzt alle. Und das ist der Grund. Ich wette, wenn ich dir von einem zweiten Singapur erzähle, wo jetzt immer mehr Big Player rein investieren, dann juckt auch deine Brieftasche. Genauso bezeichnet nämlich Paul Kagame das Land Ruanda. Und er muss es wissen, er ist nämlich der Präsident. Sein Land ist eines der wirtschaftlich am stärksten wachsenden in ganz Afrika. Nachdem es in den frühen 90ern noch zu einem brutalen Völkermord mit fast 1 Million Toten gekommen war, ist Ruanda heute auf dem Weg, eine mega Erfolgsgeschichte zu werden. Aber wie haben die das überhaupt angestellt? Einerseits hat der Staat die Landwirtschaft kommerzialisiert und für Investoren geöffnet. Schlecht für die einfachen Bauern, gut für das Portemonnaie des Staates. Auf der anderen Seite steht der Präsident einfach nicht so auf Demokratie. Immer wieder lässt er seine Gegner verschleppen, also ein typischer Autokrat. Für sich und sein Volk Business machen kann er aber. Mit dem Projekt Vision 2020 investieren Global Player wie Heineken und Volkswagen in große Fabriken und in der Hauptstadt Kigali bildet sich schon eine kleine Skyline. Und sie ist angeblich die sauberste Stadt Ostafrikas. Gutes Pflaster für neues Geld, denn...